Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir sind jetzt hier, nachdem wir die Koop-Mission gemacht haben. Wir müssen nochmal auf diesen doofen Punkt. Und wir wollen jetzt ja, glaube ich, den Rotte Thün töten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ich habe ein bisschen noch da die Map hier gerade gelootet, den Bezirk. Und ich würde sagen, wenn Arno sich entscheidet, hier hochzuspringen, können wir weitermachen. Ja, Offizierspistole. Kleiner Spaßfakt am Rande. Ich weiß es, wie man Verteidigung durchbricht. Wir haben das ja gekauft und man steht ja A drücken, muss A gedrückt halten, um es auszuführen. Das ist zum Kotzen. Also, jetzt geht's, weil ich es ja machen kann, aber naja. Verpisst euch, Saubande. Okay. Oh, 54 Wachen. Luftattentate 3. Was meinst du, warum es so heiß ist? Wegen der Entlüftung der Katakomben. Weil ohne die Entlüftung da unten alles voller Rauch wäre. Okay, hier ist irgendein Zeichen. Ja, das ist weg. Ja, damit können wir leider nichts machen gerade. Wo ist der zweite Schornstein? Da. Haben wir schon mal eins geschafft. Das sollte sie ausräuchern. Stellung halten, Männer! Es gibt immer mehr dieser Projekte seiner Hoheit auf der Straße. Ich habe kaum einen, den hier verdient. Wie soll ich mit drei verpassen? Was müssen wir hier mal töten? Verpasst noch einen Tribut und du wirst dich bald auch an die Schlacht bei Grünberg erinnern. Schlacht bei Grünberg? Ich dachte, der greift mich an. Anscheinend nicht. Die großen Leute kann man übrigens nicht die Verteidigung brechen. Man schießt einfach gegen die Gegend. Wir sind fortgeschrittener Soldat, endlich. Ich glaube, wir sind sogar ausnahmsweise voll ausgestattet. Mit Sachen. Mal sehen, ob sie uns jetzt immer noch herumschubsen. Damit müsste es gehen. Das gehört mir. Bettlerunterstützung, okay. Ja, ich muss eigentlich einen Luftattentat machen. Ich kann dir gerade nicht helfen. Ja gut, das war's mit meiner Bettlerunterstützung, glaube ich. Ja, das habe ich nur gemacht, um das Luftattentat zu haben. Das war schon wieder echt knapp. Stimmt, den muss ich ausweichen. Kurz noch Medizin nehmen. Ist echt zum Kotzen, dass sie immer schießen. Okay, und was muss ich jetzt machen? Sperrgebiet, moin Meister. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier in die Kanalisation rein. Sicher, dass ich sterbe? Der ist hin. Gib mal ein bisschen Medizin. Ich glaube, ich habe das Versteck gefunden. Da sind zwei Leute. Natürlich. Einer sieht was und die anderen sofort alle auch.
Ist ein bisschen blöd, dass sie jetzt alle gleich sind. Aber ich glaube, wenn der hier zur Ecke kommt, dann können wir den hier töten und den hier töten. Das können wir nicht machen, weil wir nur zwei brauchen. Super. Interagieren. Was ist passiert? Wüten durch den ganzen Bezirk. Ihr Männer, zu mir. Die hätten mich eigentlich sehen müssen, ne? Okay, die haben mir zugemacht. Wir müssen hier Sinhua die Türen finden. Ich glaube, der ist tot. Okay, da unten ist anscheinend eine Reflexion nur. Ich schleife mal weiter. Könnte sein, dass es hilfreich ist. Einen sehe ich da vorne schon. Hier ist auch noch einer. Hallo Freund. Oben langschleifen bringt glaube ich nicht so viel. Okay, hier können wir auch noch welche machen zur Not. Das hätte er eigentlich hören müssen, würde ich sagen. Brauchen wir noch was? Nee. Nach unten macht man übrigens auch welche komischen Skills, aber ich habe davon gerade keine. Ja, es ist blöd gelaufen. Ich dachte, dreht sich vielleicht nach links um. Junge, das ist doch lächerlich. Er hat nicht mal seine Pistole gezogen, schießt einfach und... Ich weiß echt nicht, was sie hierbei gedacht haben bei den schießenden Leuten. Das ist kompletter Müll. Okay. Wir müssen jetzt vermutlich hier lang. Tippe ich mal drauf. Sammelt die Wachen und macht Jagd auf diesen Assassinen. Bringt mir seinen Kopf. Ich habe so ein bisschen Skyrim-Vibes von der Diebesgilde. Die haben ja auch in so einem Ding gelebt. Die Hälfte unserer Männer kümmert sich um die Aufstände der Bettler. Ich tippe mal darauf, dass ich nicht einfach töten kann mit einer Phantomklinge von hier aus. Stimmt, wir können noch skillen. Ich habe mittlerweile 7 Punkte sogar. Fähigkeiten. Fernkampf. Was können wir denn machen? Das ist nutzlos. Geld. Das brauche ich alles nicht. Schleichen. Schleichen können wir was machen. Verkleiden. Ist nicht so interessant. Hier, aber hier haben wir nichts. Müssen wir 5 sein? Ja, komm, dann machen wir Schleichen einfach mal. Ja, verkleiden. Könnte sein, dass wir es immer mal gebrauchen können. Ja, und Aufwärtspunkte sowas. Kein Verkleidungs- und Reichweite, okay. Vielleicht kann man da mal was Nützliches machen mal. Nach unten habe ich immer gedrückt, damit ich immer gucken kann, welche Medizin ich habe, weil wenn ich es nach oben machen würde, dann würde ich immer... Gott, das sind 3. Dann würde ich immer die Medizin nehmen. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich könnte die einfach töten, aber... Wie ich das jetzt stealth machen soll? Schnauze. Okay, der ist auch tot. Loot gibt's hier anscheinend nicht so viel. Bleib wachsam!
Er ist hier drinnen! Ach, meine Fresse. Ich habe extra noch die Taste für die Phantomklinge, weil ich konnte die nicht benutzen. Das wäre so ein richtig dummes Gameplay-Element. Hey, du musst das jetzt, du kannst das jetzt nicht so machen, obwohl du es eigentlich hättest machen können. Wo ist er denn? Das muss ich auf meiner versteckten Klinge machen, ne? Bellets letzter Schüler hat mir ein schönes Geschenk mitgebracht. Ich hoffe, du hast... Ja. Da bist du ja. Warum auch immer ich die jetzt nicht töten kann, das verstehe ich wieder nicht. Das war ein cooler Kill. Oh Gott, ich habe schon wieder versucht zu blockieren, aber zum Glück ist er irgendwie anders gestorben. Ich hätte wissen müssen, dass es so enden wird. Ja, hättest du eigentlich wissen müssen. Nein, Arno, wir wollen hier rechts lang und dann wollen wir hochklettern. Wie auch immer du da hier hochgekommen bist. Hallo, Freund. Meine Anhänger haben ihre Augen überall, mein Herr. Ich biete euch ihr Wissen zum Wohle des Ordens. Welches Wissen könnte uns der Fürst der Gosse bieten? Die Intrigen von Ratten? Ihr dürft gehen. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich ihn nur töten könnte. Mein Meister würde das gerne arrangieren. Bruder. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Tiber, kommt weg da! Es ist getan. De La Serre ist tot. Großmeister. Gut. Gut. Kann er, wer sein soll? Aus dem Gebiet fliehen. Kills mit der Phantomklinge, okay, muss ich immer noch einen machen. Ich hoffe, ich kann jetzt auch noch welche machen. Muss ich den jetzt einfach töten? Ja, ihr müsst gar keinen mehr finden. Und ich muss mal gucken, wie ich hier rauskomme. Ich glaube, ich kann hier hoch. So, und dann dürfen wir es noch hier raus können. Und hier raus. Und zack. Das hätten wir nicht unbedingt machen müssen. Aber gut. Aber hier dieser komische Adjutant ist ja immer noch jetzt da, ne? Den haben wir nicht getötet, obwohl ich es eigentlich hätte gemacht, weil ich mit der Phantomklinge ihn direkt getötet habe. Solange es einen Code Miracle gibt, gibt es auch einen Roi de Thunes.
Und da die Stelle unbesetzt war, sprang ich ein. Und bemerkenswert schnell, die Leiche ist noch nicht mal kalt. Ich mag die Dinge etwas zu rasch in Gang gesetzt haben. Sagt, als ihr am Coup de Miracle eingetroffen seid. Habt ihr mich benutzt? Euer Ziel ist tot. Wir nutzen uns gegenseitig. Hat er eigentlich recht, ne? Ein hübsches Reich habt ihr da geerbt. Allerdings, nicht wahr? Nun, ist alles in Lot? Sind die Toten gerecht? Die Seele besänftigt, etc.? Ja, klar. Wohl noch nicht ganz. Jedes Mal, wenn ich denke, der Wahrheit näher zu kommen, scheine ich nur eine neue Schicht Schmutz aufzuwirbeln. Intrige! Eine sich schnell verdichtende Handlung. Fügt etwas Gewalt und lüsterne Priester hinzu und ihr habt den Anfang eines wunderbaren Romans. Eine handfeste Spur würde reichen. So jung. Und doch schon so ernst. Nun, ich wünsche euch viel Glück. Danke. Das habt ihr euch doch bestimmt angesehen. Wo habt ihr das her? Einer meiner neuen Untertanen brachte es mir als ein Zeichen des Respekts, nehme ich an. Ein seltsames Stück. Ich kenne nur einen Silberschmied, der Metall so bearbeitet. Genau so eine Klinge tötete Monsieur de la Serre. Ich kann nur vermuten, dass euch das bekannt ist. Warum habt ihr nichts gesagt? Wo stünde der Mensch, wenn er nie Fragen stellen müsste? Wenn ihm alles, was er jemals wissen wollte, einfach gereicht werden würde. Ja, in der heutigen Zeit mit Google und sowas. Er würde nicht mehr nachdenken und Fragen stellen. Oder er hätte vielleicht schon viel mehr erreicht, ohne die Bürde der Ignoranz. Vielleicht. Die hat da, glaube ich, gar nicht so viel Bock drauf. Der Name des Schmieds ist François Thomas Germain. Ihr findet die Werkstatt nahe Lézard. Hab Dank. Lézard, okay. Bonne chance. Offizierspistole endlich und wir haben 100% sogar gemacht. Nice. Was machen wir jetzt? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn ich eine Karte habe, dann können wir wieder gucken. Oder ist das schon wieder so ein Riss? Neues Andenken. Wovon rennt ihr weg? Ich würde sagen, wir machen einfach mal das hier. Mehr Königin, mehr mein Königreich für ein paar Huren. Ach, okay, das ist der. Sehr schwierig, ja, schaffen wir schon. Sinn für Gerechtigkeit und der. Da ist ein Mann, Grignon, der direkt nördlich von hier einen Ring von Bordellen führt. Seine Mädchen arbeiten unter den grausamsten Bedingungen. Das würde sich vermutlich schnell ändern, wenn ihr ihn seiner ewigen Strafe zuführt. Okay. Was springt für euch dabei raus? Oh, Zynismus steht euch gar nicht gut, mein Bursche. Sagen wir mal so, sollten Grignons entzückende Damen plötzlich ohne einen Schutzpatron dastehen? Nun, dann müsste ich mein Königreich geradezu ausweiten, etwa nicht? Also ich würde Ines eigentlich auch töten. Meine, man kann doch alle Roi de Thunes töten, bis es keine Thunes mehr gibt. Weil es wird ja immer wieder nachrücken, ne? Aber gut. Sollen die mal ruhig machen. Ja. Wir sollten auch demnächst einmal an neue Ausrüstung denken anscheinend, weil das wird schon wieder als sehr schwierige Mission angesehen, obwohl es irgendwie, glaube ich, nur 3 Sterne waren. Ich mag es, dass man durch diese ganzen Gebäude durchlaufen kann. Also nicht durch die ganzen, aber durch viele Gebäude durchlaufen kann. Das macht das Spiel noch mal ein bisschen offener. Ich glaube, wir sind ja schon mal lang geklettert, als ich hier irgendwie einen Weg in so ein Haus reingesucht habe. Oder ist das einfach nur Zufall, dass das gleiche Dach ist? Also, dass es das gleiche Gebäude-Design ist, sag ich mal. Kann natürlich auch sein, aber ich glaube, da waren wir schon mal. Ich kann auch mal Gauner töten. Ja, da habe ich gerade keine Lust zu. Da sind wir auch schon im nächsten Step schon wieder. Also, jetzt muss ich 20, glaube ich, machen. Und ja, bei den 15 oder was das war, haben wir noch nur 2500 Livre bekommen.
Grignon töten. Was machst du denn? Auch natürlich. Da sind jetzt nicht genug Leute gewesen. Lass mal hier ein bisschen blöd mit diesen Mengenattentaten. Da ist da so einer am Rand zu wenig und dann ist man halt, ja. Blöd. Okay, haben wir geschafft. Aufgabe abgeschlossen. Das sind halt einfach nur so ganz normale Assassinenaufträge. Ja. Hier oben gibt es auch noch einen. Davon gibt es anscheinend ziemlich viel. Was die blauen sind, weiß ich nicht so genau. Müssen wir mal gucken. Ja, und im nächsten Part fängt dann Sequenz 5 an. Das ist cool. Also die Hauptstory scheint echt kurz zu sein, weil wir sind jetzt schon bei knapp der Hälfte des Spiels. Und ich habe halt echt viele Parts nichts gemacht. Also hier irgendwie rumgelaufen und was anderes gemacht. So, die Hauptstory ist nicht lang. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann mal weiter mit diesen Missionen hier. Ich habe hier nämlich noch ein Geschäft gekauft. Und dann noch die hier unten, vielleicht die Risse noch. Und dann machen wir erst ein paar Nebenaufgaben, bis wir dann mit der Story weitermachen, würde ich sagen. Das Gebiet, also hier gibt es ja noch echt viele Sachen, aber so wirklich, ja, storytechnisch ist hier nicht so viel. Dann würde ich aber erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.